Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Schreiber und ich erzähle euch heute ein bisschen was über ein Wahlfach, das ich hier an der Hochschule Esslingen anbiete. Das Wahlfach heißt Behavioral Finance. Wie es schon im Titel Behavioral Finance zu hören ist, geht es um zwei Themen. Behavioral, das ist so das Verhaltenswissenschaftliche, das ist der psychologische Teil. Und Finance, also die Finanzwirtschaft, der Teil, der sich um Finanzen und Kapitalanlage dreht. Was wir dort machen in dem Kurs, wir schauen uns zwei Seiten einer Medaille an. Die eine Seite ist ganz rational und theoretisch, was sollten wir als Privatperson am besten mit unserem Geld machen? Wie sollten wir das anlegen und wie sollten wir optimal unser Kapital verteilen? Und die Behavioral-Seite, das ist jetzt die zweite Seite, das ist, was machen Leute eigentlich wirklich? Und lustigerweise, wie man es wahrscheinlich auch erwarten würde, kommt raus, wir Menschen verhalten uns nicht immer so, wie wir es nach einer rationalen Theorie machen sollten. Wir sind nicht Sheldon Cooper von Big Bang Theory, der immer nur mit seinem Verstand entscheidet. Wir entscheiden aus dem Bauch raus, wir machen Fehler, wir sind uns manchmal der Sache zu sicher, obwohl wir nichts wissen. Wir können nicht gut mit Wahrscheinlichkeiten umgehen, wir können Informationen nicht so gut verarbeiten wie jetzt zum Beispiel eine Maschine. Und von daher ist es häufig so, dass wir Fehler machen. Wir gucken uns die typischen Fehler an und lernen, wie wir die vermeiden. Und das ist auch das Tolle und das Ziel dieses Kurses, dass wenn ihr den hört und wenn ihr damit fertig seid, ihr rausgeht und wisst, welche Fehler sollte ich nicht machen, wenn es um Kapitalanlage geht? Wie kann ich sie vermeiden? Und was sollte ich stattdessen mit meinem Geld machen? Von daher wäre es toll, wenn wir uns in eurem 5. oder 6. Semester zu diesem Wahlfach an der Hochschule Esslingen sehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.